Seit heute ist die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt, das heißt, der Sprit wird billiger. Und wie man hinter mir auf der Säule sieht, ist das auch tatsächlich der Fall. Wir stehen hier an der Jettankstelle an der Berliner Straße und es ist ganz gut zu tun, aber vom Chaos keine Spur. Es war eben jetzt schon mal ein bisschen Stau tatsächlich an den Zapfsäulen, aber im Grunde geht's gemächlich an. Ich war schon mal für euch heute Morgen unterwegs und habe auch getankt. Da habe ich einmal für Super 1,93 bezahlt, einmal 1,89, aber wie ihr seht, ist es jetzt wirklich weit unter 2 Euro. Das wird viele freuen. Ich habe mit mehreren Autofahrern und Autofahrerinnen gesprochen. Die meisten freuen sich natürlich und viele haben auch tatsächlich ihren Tank für heute ordentlich leer gefahren. Die meisten sagen, ja, das ist wirklich eine schöne Sache, eine Ersparnis für auch für Familien, die jetzt vielleicht über Pfingsten in Urlaub fahren wollen. Aber andere haben sich auch geärgert. Die haben gesagt, wir müssen viel fahren und wir fahren auch viel ins Ausland. Und die haben dann eben gesehen, dass in Italien oder Frankreich, in Belgien und vor allen Dingen natürlich in Luxemburg ist es viel, viel billiger als hier. Und hier ist es ja auch nur jetzt auf 3 Monate beschränkt. Trotzdem freuen sich die meisten und haben sich auch den Tank vollgemacht. Ein junger Mann aus Wiesbaden hat gesagt, ich habe heute Morgen die Apps verglichen und habe dann geguckt, wo ich hinfahren sollte. Er ist dann auch wirklich erst mittags tanken gefahren eben und hat schön voll gemacht. Ein älterer Wiesbadener hat gesagt, für ihn wäre es eigentlich relativ egal, er fährt nicht so viel, aber er hat tatsächlich dann auch bis heute gewartet, hat mal ausgerechnet, 21 Euro hat er gespart, das ist ja mehr als nix. Aber er hat sich auch geärgert, er sagt, das Kartellamt müsste den Mineralölkonzernen mehr auf die Finger gucken. Und das haben noch andere auch gesagt. Ich habe auch mit Tankstellenbetreibern und Mitarbeitern gesprochen. Die haben gesagt, heute Morgen war kaum mehr los als an normalen Tagen. Einige haben gesagt, die Leute warten wohl noch ab. Und so war es dann ja auch offensichtlich. Also zumindest haben einige bis Mittag abgewartet. Aber wie ihr hinter mir seht, das ist kein Riesenansturm und schon gar kein Chaos. Und zumindest bisher sind auch die Tankvorräte, die Spritvorräte noch nicht alle. Vielleicht gucken wir nachher nochmal. Jetzt aber fahren wir wieder in die Stadt. Ich würde dazu aber jetzt mein 9-Euro-Ticket nehmen. Kommst du mit, René?